Gastgeber und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute ist ein besonderer Tag, da die erste Challenge auf meinen Kanal kommt. Dennis und ich drehen die Challenge Wer würde er? Ellen haben wir hinter der Kamera. Lasst an der Stelle gerne ein Like da, abonniert meinen Channel, falls ihr das noch nicht getan habt. Ellen hat 24 Fragen vorbereitet und Ellen ist auch prepared, denn sie hat hier so eine Karten. Ja, ich habe euch so kleine Schilder gebastelt mit dem, was ich da hatte. Und jetzt stelle ich euch einfach mal die Fragen, ne? Gucken wir mal, bitte ehrlich antworten, ne? Erste Frage. Wer würde er in einem Dance Battle gewinnen? Heutzutage. Mein Dance muss los. Little ass right now, bro. Wer würde er eine Woche lang die gleichen Klamotten tragen? Also ich meine, wenn wir keine andere Wahl haben oder einfach so just for fun? Naja, wer würde eher vergessen, einfach mal die Klamotten zu wechseln und eine Woche lang dasselbe tragen? Ja, also eine Woche würde ich es auf jeden Fall nicht vergessen. Aber wenn ich keine andere Wahl hätte, wäre das auf jeden Fall kein Problem. Dann drehe ich den Schlüpfer einmal auf rechts nach und dann ist das Ding auch gut. Oh, god damn. Salute, man. Auf jeden Fall, Liebe geht raus, wir machen auf jeden Fall Werbung für 28 Black. Die sponsern auch unseren Verein in Braunschweig, Basketball Löwen, ja. Wer würde eher eine Woche ohne Handy aushalten? Ja. Sind wir uns einig? Ja, auf jeden Fall. Dennis ist schlimm mit Handys, ja. Weiß nicht. Ich bin auch schon schlimm, aber ich glaube, Dennis ist schlimmer. So, nächste Frage. Wer würde eher einen 7-tägigen Partymarathon überstehen? Das ist easy. Du würdest das auch überstehen. Dennis würde es auch überstehen. Klar. Wer würde er, heißt das. Okay. Und das ist Joel zu 1000%. Ich glaube auch. Ein Licker rein hier in meine Kehle. Ab geht's. Wer würde er eine Woche schweigen können? Dennis schweigt echt gerne. Ja, ich glaube auch. Dennis würde freiwillig. Da sind wir uns einig. Gute Fragen hast du da ausgepackt, muss ich ehrlich sagen. Ja, bis jetzt. Bis jetzt ist es echt einig, ne? Ja. Ja. Wer würde er auf der Toilette telefonieren? Oh, hallo. Also ich würde es auf gar keinen Fall machen. Was? Auf der Toilette telefonieren. Kleines Geschäft oder großes Geschäft, richtig? Ist egal. Ich rufe ihn an manchmal und er ist auf dem Topf. Das stimmt. Aber dann sage ich, ruf zurück. Ja, aber du bist dran gegangen. Ja, okay. Ey, das ist aber auch nicht bei jeder Person, ne? Also, falls ich mal jemand anders anruft, dann gehe ich nicht unbedingt dran. Okay, also Joel, ja? Ja, grundsätzlich würde ich auch trotzdem eher Nein sagen. Chef, wo gehst du ran? Du bist voll am Rumflattern und so. Männer sind da eigentlich recht. Bei Che, Joel, Alan, das sind die drei, wo ich rangehen würde. Wer würde eher einen Fußfetisch haben? Boah, ich glaube, wir mögen beide nicht wirklich Füße. Was? Er? Ich glaube doch, dann schon Dennis. Wenn der Tequila bei dir hier reingeht, ne? Dann kann man für nichts zögern. Ist für meine? So, wer würde er sich von Social Media verabschieden? Oh, der ist schwer. Das heißt, komplett abmelden oder? Wer würde er von euch beiden Instagram löschen? Deaktivieren? Ich hab das schon öfter gemacht. Wer würde er von euch auf Instagram verzichten? Also, ganz ehrlich, bei mir sind ja auch immer so Phasen und so, ne? Kommt immer drauf an, aber gerade ist ja so eine Phase, wo ich relativ aktiv bin. Deswegen würde ich bei mir eher schwer sagen, aber bei Dennis ist es ja auch noch ein beruflicher Faktor. Für euch beides beruflicher Faktor eigentlich. Theoretisch gesehen schon. Wer würde eher auf Instagram verzichten? Ich hätte keinen Bock, auf Instagram gerade zu verzichten. Was soll ich machen, Bro? Wer würde eher sofort sein Oberteil ausziehen? Ja, go. Ja, also kriegt man auch was dafür oder einfach jetzt nur so just for fun? Also von uns beiden würde ich auf jeden Fall jetzt auch Dings hier, ne? Mir einen Schlüpfer über den Kopf ziehen. Bin manchmal so ein bisschen, ne? Ich meine, er hat auch Tattoos so hier direkt, weißt du, bei ihm. Er will unbedingt zeigen. Ja, er will zeigen. Deswegen geht das ganz klar an Joel. Aber er hat auch auf jeden Fall Körper zutätowiert. In diesem Sommer. Ich weiß noch nicht, ob Bauch oder Rücken als erstes. Rücken wäre schon nice. Ich wollte eigentlich auch meine Beine, also Restbeine, hier oben und dann auch meinen Arsch tätowieren. Stimmt, hast du erzählt. Er macht ja seinen ganzen Körper und hat da auch unter anderem gesagt, dass er gerne seine Arschbacken machen möchte. Ja, kann ich mir cool vorstellen. Pause. Aber ihr könnt trotzdem mal gerne in die Kommentare schreiben, ob einer von euch schon mal die Arschbacken tätowiert hat oder nicht. Ey, komplett,
komplett alles voll. Dein Gesicht bleibt open, ja? Yes, aber ich habe komplett alles voll. Dein Geschlechtsorgan bleibt ja auch open. Das ist in Ordnung. Und deine Füße bleiben auch ohne. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, was er meint. Wenn Rücken zu ist, Beine sind zu und dann gucken so. Keiner sieht den Po. Das ist in Ordnung. Für ihn selber ist das. Dann bist du nackig vor dem Spiegel. Und dann guckst du dir deinen Popo meistens an. Ja, guckst auf einmal, ist komplett frei. Ein Mandala drauf. Mandala ist nice. Einfach auf ganz ruhig. Wer würde eher dem Partner einen spontanen Lapdance beglücken? Boah, ich würde richtig oft darum zeigen. Ich würde mir Männertanga anziehen und dann schicke ich das Ding ab, Bro. Wie denn, das du nicht? Ja, okay, Männertanga jetzt vielleicht nicht, aber ich würde da schon mal. Warum nicht? Wer würde eher bei einer Zombie-Apokalypse überleben? Boah, ich bin schon ein netter Kerl, aber ich kann auch ein Ekel sein. Boah. So Walking Dead und so. Wer würde das überleben? Ja. Wer würde eher sterben? Shit. Hey, me. Hey, me. Wer würde eher mit Justin Bieber ein Duett aufnehmen? Boah, musikalisch, ne, ist bei mir katastrophal. Also da geht gar nichts. Diese Stimmfarben, ne, die kommen nicht richtig durch. Dann würde ich eher Dennis sagen. Ja, Dennis? Ja. Okay, wer würde eher ein erotisches Fotoshooting machen? Hey, come on, ne? Ja, exactly. Julia ist sich einig. Also von Dennis und mir, ne, wahrscheinlich ich, ne, würde Alex jetzt hier sitzen, dann müssen wir nochmal diskutieren. Kommt auch aufs Gehalt drauf an, ne, auf die Gage. Wenn die Gage richtig ist, ne, dann... Wahrscheinlich ich, aber... Das Ding ist over. Aber ohne Bezahlung, aber... Hey. Wer weint am ehesten in der Öffentlichkeit? Das ist schwierig. Es kommt auch an aufs Thema, ne? Oder die Situation. Wenn es jetzt irgendwie Interview ist oder so, dann bin ich da schon echt... Ja, klar, natürlich. Bei welchen Interviews hast du denn bisher schon geweint? Ich habe noch nie gesehen, dass dein Oberlippe gezappelt hat im Interview. Doch, wo ich das mit Sky gemacht habe. Oh, ehrlich? Ja, trotzdem. Joel ist morgen. Joel, was sagst du? Ja, also ich denke, ich bin emotionaler als du, deswegen kann das schon eher hinhauen. Aber wir werden beide nicht in der Öffentlichkeit weinen. Das wird nicht passieren. Okay. Als wäre Wein unmännlich oder so. Das ist typisches. Ja, aber bei uns. Ist menschlich, aber. Ja. Dann weine ich lieber in meinem Badezimmer alleine. 28 Black. Cheers. Wer würde eher auf der Straße überleben? Ah, wie jetzt Straße? So homeless oder so einfach so von der Street Westside 38? Das weiß ich nicht. Machen wir mal. So homeless? Ja, machen wir so homeless. Ja, irgendwie muss man überleben, ne? Egal in welcher Situation man ist. Mach nicht wieder einen auf dich, ich komme aus der Straße. Ich meine ja nur, ne? Irgendwie, ne? Verstehst du? Verstehst du? Okay. Wer würde eher in der Wildnis überleben, wenn man euch aussetzen würde? Im Dschungel? Really? Come on. What do you mean? Was soll das denn heißen? Entweder frisst du oder du wirst gefressen. Ja. Und ich fresse. Dann entscheide ich mich auch was fressen. Hä? Ich entscheide mich auch was fressen. Okay. Wer würde eher nach einem Horrorfilm die ganze Nacht wach liegen? Ich mag keine Horrorfilme. Ich habe immer Stress danach, bin ich ehrlich. Wer würde eher von euch ein Psychologe werden? Wer wäre der bessere Psychologe? Really? Also ich kann mit Leuten reden, wenn die Probleme haben. Was denn? Leute, kannst du mir kommen? Ja, da ging es eigentlich gar nichts. Aber wer wäre der bessere von uns beiden? Psychologe? Ja. Ich glaube ich. Next question. Wer würde eher nackt durch eine Menschenmenge laufen? So auch wieder, aber du sagst nicht mal irgendwelche Zahlen, einfach so, for no reason, würde keiner von uns beiden machen. Sag nochmal. Wer würde eher nackt durch eine Menschenmenge laufen? What? Ey, aber das war... Ich glaube, du würdest es wirklich einfach so machen, auf Alkohol oder so. Ja, na klar. Wenn dich jemand genug provozieren würde, sagen würde, niemals würdest du das machen, du würdest einfach machen. Na, sagen wir mal jetzt so 6-7 Jahre früher. Und jemand provoziert mich, ne? Einer auf den, du würdest eh nie machen. Kann ich mir vorstellen, als ich so einen Flitzer mache. Für einen Zehner. Ja. Für einen Zehner. So NBA-Spiel einfach auch schnell und abschicken, Flitzer. Auf NBA-Spiel ist schon krass. Wer würde eher einen ganzen Tag ein Diener sein und sich nicht beschweren? Das ist sehr tricky. Was heißt Diener? Also ihr müsst beide quasi Bimbo spielen so mäßig, ne? So richtig so Diener, jemand kommandiert euch rum und ihr einen Tag lang. Wer würde sich zuerst beschweren? Also schwierig. Noch Joel mag es gar nicht, wenn man sagt, ey, mach mal so.
Ich aber auch nicht. Ja, Dennis auch überhaupt nicht. Deswegen, ich würde so einen machen. Ja, kann man das auch machen, Ellen? Was sagst du? Geht das, Ellen? Beide oder was? Tiebreaker. Ja, ist okay. Einmal dürfte das machen. War das der Joker? War das der Joker? Okay. I got a last one for you guys. Wer würde eher 24 Stunden in einem Spukhaus wohnen? Easy. No questions. 28 Black. You know the vibes. Ich muss sagen, mir jetzt geschmeckt. Ein großes Dankeschön an Ellen, die erstmal die Fragen rausgesucht hat. Appreciate it. Checkt auf jeden Fall die anderen Kanäle ab, da werden jetzt viele Vlogs kommen. Bei Ellen Dennis, das wird hier unten eingeblendet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Channel. Kommentiert das Ganze auch. Also, wenn ihr euch das Video schon anguckt, kommentiert es auch. Lasst Liebe da, like das, abonniert den Kanal. Auch gleich bei Ellen, bei mir, bei Joel. Und ihr habt ja gesehen, ne? Gerade wir haben ja schon echt relativ viele Fragen gemacht. Schreibt mal in die Kommentare einfach ein paar Fragen. Dann machen wir einen Teil 2. Schreibt alles Mögliche rein. Es kann auch asozial sein. Wow, bei ihm. Na, bei mir, lasst das mal sein. Aber schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr euch auf den Popo tätowieren würdet. What? Das will ich gerne wissen. Da will ich mir ein bisschen Inspiration holen. Ein bisschen Inspiration. Deswegen, love, guys. Wir sehen uns nächste Woche. Du bist den Klassiker? Dennis! Das erste Haus hast du aber aufgenommen, ja, ne? Sonst Alter. Den nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Hey, was ist denn hier los, Mann?